Hallo, der Finanzkongress war dieses Jahr online und zwar die letzten 3 Tage, vom 16.03. bis zum 18.03. Für mich war es das erste Mal, dass ich da teilgenommen habe. Es war kostenlos, insofern braucht man nur die 3 Abende Zeit. Und ich wollte ein bisschen berichten, was so mein erster Eindruck ist. Hallo, herzlich willkommen zu Outside Invest, dem neuen YouTube-Kanal für Einkommensinvestoren. Nun, warum habe ich teilgenommen und habe mir 3 Abende lang von 17 bis 23 Uhr Video nach Video reingezogen? Nun, zum einen mal natürlich in der Hoffnung, dass man durch den einen oder anderen Vortrag etwas Neues lernt oder erfährt, vielleicht eine interessante Anregung bekommt, über die man nachdenken kann. Und auf diesem Wege lernt man natürlich auch alle Leute kennen, die so in der Finanzszene in Deutschland so ein bisschen aktiv sind, weil die natürlich hier Vortragende sind. Und vielleicht ist ja da der ein oder andere YouTube-Kanal oder Podcast oder Blog dabei, den man nachher auch mal ein bisschen lesen kann. Der Kongress hatte 2 Tracks und natürlich konnte ich nur jeweils an einem der Tracks jeweils teilnehmen. Und die Auswahl der Vorträge, die ich angeschaut habe, war natürlich rein nach persönlichem Interesse. Und ich wollte jetzt ein bisschen darüber sprechen, wie ich so die einzelnen Vorträge gefunden hatte, welche ich interessant fand, wo man quasi hinterhergehen könnte. Die Links zu den entsprechenden Personen, YouTube-Kanal, Blog etc. habe ich dann entsprechend unter dem Video verlinkt, wo es sich eben lohnt. Thema des Finanzkongresses ist natürlich das Thema Vermögensbildung mit Dingen wie Immobilien, Aktien, aber auch Versicherungen und Renten, alles rund ums Geld. Und wer darf natürlich da nicht fehlen? Yeah, Robert Kiyosaki. Ob er wirklich live war, da habe ich so meine Zweifeln. Aber gut, er war quasi die Keynote und er hat zwar nichts wirklich Neues erzählt, im Wesentlichen, wenn man seine Bücher gelesen hat, dann war es nichts Neues, aber er ist immer unterhaltsam an sich. Davor war ein Christoph Schreiber, kann man vergessen, völlig inhaltsleerer Vortrag für keine Ahnung wie Basic-Leute, die noch keine die Finanzen nicht kennen. Wie haben die aber dann den Finanzkongress gefunden? Keine Ahnung. Und nach danach ging es weiter mit einem Philipp Müller, unerträgliche Marketingveranstaltung. Es geht im Prinzip nur darum, irgendwelche Kurse und Coachings zu verkaufen. Ich weiß gar nicht mehr, um was es geht. Es war so schrecklich anzuhören, völlig zu vergessen. Danach ein Professor Hartmut Walz, der hier über Fehler, die man machen kann, bei der Geldanlage gesprochen hat. Ganz interessant. Verlinke ich dann auch noch unten. Danach Jana Miesa war sehr interessant. Value Investing Vortrag, pro Aktienanalyse Themen. Da gab es durchaus die ein oder andere Kleinigkeit noch zu lernen. War sehr interessant, war eigentlich der beste Vortrag des Tages. Dann danach war ich etwas hin und her gerissen, hatte 2 Vorträge. Der eine Sven Stopka, ein Honorarberater zum Thema Renten und Versicherungen. Ganz interessant im Sinne, weil ein Honorarberater eben unabhängiger ist und mehr für den Kunden arbeitet, als wenn das eben ein Finanzdienstleister ist, der eine Kooperation hat mit einer Bank oder einer Versicherung. Danach hatte ich noch bei André Anisimov hineingeschaut. Da ging es um Thema Daytrading mit Optionen. War eigentlich auch sehr interessant. Also hätte man eigentlich beide anschauen können. Schließlich Paul Mieser, ganz offensichtlich der Ehemann von Jana Mieser, seines Zeichens Immobilien-Tycoon und hat eben hier über eine Anlage in Immobilien gesprochen. Danach gab es noch den letzten Vortrag über, was für wahnsinnige Chancen es hat, wenn man jetzt im Reisegeschäft 2021 als Unternehmer tätig wird. Aber ich glaube, das ist nicht, vielleicht nicht ganz so nachhaltig, weil wenn die Corona-Sache vorbei ist, dann ist die Chance vielleicht auch vorbei. Aber gut, war halt auch wieder ziemlich marketingmäßig und für mich, ich habe dann irgendwann mal abgeschaltet. Tag 2 fing an mit Gerald Hörhahn, dem Investmentpunk. Auch immer gut, geht natürlich um Immobilien und was man aufpassen muss. An sich sehr gut, gefolgt von Saidi von Finanztipp, wie immer über ETFs und sehr gut, sehr guter Vortrag, einfach professionell durch und durch.
War sehr interessant. Gab es auch die eine oder andere neue Erkenntnis durchaus noch zu lernen, obwohl es nur um ETFs ging, Alternativen zum MSCI. Dann Dr. Julian Hosp. Hier ging es um Cryptocurrencies und war zwar ein bisschen der Typ, naja, aber ich sag mal, der Vortrag war sehr interessant, weil hier auch mal ein bisschen die Ursprünge und die ursprüngliche Motivation von Cryptocurrencies im Prinzip beleuchtet wurde. Peter Thilo Hasler, okay, war es okay. Dann Burkhard Küpper, ging es um Steuern, war eigentlich sehr interessant. Muss ich auch verlinken unten. Martin Hackler, okay, war soweit okay. Ging es um Immobilien. Philipp Vollenweider, hier klassischer Value Investing Vortrag. Nichts Falsches gesagt, aber irgendwie pff, langweilig. Und schließlich gab es wieder einen Abschlussvortrag von einem Thomas Klussmann über den Business mit Print on Demand. An sich inhaltlich sehr interessant. Da geht es halt um Bedrucken von Tassen, Kissen, whatever, um diese mit bestimmten Themen zu verkaufen. Das Problem ist, am Ende wird dann nachher, kann man, wird vermarktet wieder fertige Online-Shops für bestimmte Themen. Das macht so keinen Sinn, das in so einer Veranstaltung zu denken. Und nachher gehen 50 Leute her und machen so einen Print-on-Demand-Shop, wo es dann doch schon reichlich welche gibt. Also ob das wirklich dann sich noch lohnt. Und es hat wieder so voll ein auf Marketing gemacht, dass es schon an der Grenze des Erträglichen war. Tag 3. Auch dieser Tag fing leider mit diesem Müller wieder an, der gefühlt denselben schrecklichen Marketing-Blabla abgeliefert hat, der Gott sei Dank durch den Stopp-Button zu unterbrechen war. Aber ihr seht, an diesem Tag habe ich dann früher aufhören müssen, aber die wichtigsten Vorträge hatte ich mir dann noch angeschaut. Unter anderem war das Andreas Beck, der hier zum Thema Risikomanagement gesprochen hatte und eine sehr, denke ich, kontroverse, aber sehr interessante Meinung vertritt, über die ich echt auch nochmal nachdenken muss, weil ihr wisst ja, dass ich mich mit dem Thema Risikomanagement im Thema Finanzen durchaus auch beschäftigt habe. Siehe entsprechendes Video, das ich verlinke euch. Dann eine Stefanie Schädel, wird natürlich wieder ein Kurs verkauft am Ende, aber sagen wir mal erträglich, ne? Und hier geht es auch wieder um Immobilien, also passives Einkommen mit Immobilien. War ganz interessant. Und dann die berühmte Babs Steger, auch wieder Immobilien, auch immer sehr unterhaltsam. So, dann kurze Zusammenfassung. Hat es sich gelohnt, ja oder nein? Nun, auf der einen Seite, es war kostenlos und dadurch war natürlich die Content entsprechend übersät mit Werbung. Das heißt, es gab Werbung neben den Videos, es gab Werbezwischeneinblendungen, die man teilweise aber durch Wechseln des Kanals umgehen konnte und natürlich auch jede Menge Werbung in den Vorträgen. Und vermutlich wird man als Angemeldeter dann auch mit Werbe-E-Mails geflutet, aber für diesen Zweck gibt es ja Spam-E-Mail-Adressen, Gott sei Dank. Nun, was auffällig war, ist, dass die berühmten Finanzblogger oder YouTuber oder Podcaster wie Robert Kiyosaki, der Investmentpunk, Andreas Beck, Saidi von Finanztipp oder Babs Steger, die sind einfach professionell. Die machen einen Vortrag, ohne dass sie übermäßig in Marketing schwelgen müssen. Und die lohnen sich einfach immer. Und da sind natürlich auch die entsprechenden Kanäle bekannt, die ich dann euch auch nochmal unten verlinke, falls ihr die noch nicht kennt. Neben dann, sagen wir mal, normalen Leuten, die vielleicht auch ein bisschen einen Kurs verkaufen und mal ein Buch geschrieben haben, was ja total okay ist, gibt es eben, ich bezeichne sie mal Nervensägen, also Marketingmaschinen, die meinen, dass sie mit ihrer Sprechweise und mit ihrem überbordenden Selbstbewusstsein hier irgendwie irgendwelche Dummen anlocken können. Das ist an der Grenze des Erträglichen. Gut, die ganze Veranstaltung hatte natürlich auch eine VIP-Lounge, wo man dann an die Videos rankommt, ansonsten nur die Videos live schauen kann. Und über alle Vorträge hinweg wurden eben Coachings promoted und Kurse werden verkauft und Bücher und sonstige digitalen Geschäftsmodelle. Dass es nur so kracht. Praktisch jeder, der hier involviert war, hat natürlich deswegen mitgemacht, um seine digitalen Produkte
hier an den Mann zu kriegen. Wenn das in einer normalen Art und Weise geht, dass man danach auf ein Buch verweist oder auf Coaching, ist das ja alles okay. Aber es wurden da teilweise dermaßen wieder übertrieben, es wurden Geschenke verteilt, es wurde von finanzieller Freiheit geschrieben, dass irgendwelche Angebote, gibt es natürlich nur heute, ne, also Zeitdruck, ne, nur noch so und so viele Plätze, frei, ne, Knappheit, man muss sich bewerben, das ist so rar und so toll, dass man da teilnehmen kann. Der Erfolg ist natürlich total garantiert und es gibt praktisch kein Risiko. Und Achtung, Achtung, also die Art und Weise, wie diese Marketing-Fuzzis sprechen, die ist so unerträglich. Ich verstehe nicht, wie es Leute gibt, die dann solche Angebote wirklich annehmen. Und ihr kennt vielleicht den Anti-Coach, hat auch einen schönen YouTube-Kanal. Und ich sag mal, eigentlich müsste der da teilnehmen, weil danach hätte er Arbeit für ein ganzes Jahr, um eben genau diese Möchtegern-Coaches und Kursanbieter gründlich auseinanderzunehmen. Also, da gibt es viel Arbeit für den Anti-Coach. Nun, aber trotzdem, es war durchaus interessant. Es hat sich gelohnt, diese 3 Tage Videos zu gucken. Im Endeffekt war es kostenlos, man hat nur seine eigene Zeit investiert. Man hatte ja auch die Auswahl durch die 2 Tracks, Dinge, die einen vielleicht nicht so interessieren, wie bei mir zum Beispiel, ich habe gerade kein Unternehmen, insofern brauche ich keine speziellen Angebote dafür teilzunehmen. Und am Endeffekt, wenn es zu schlimm wird mit den Marketing-Fuzzis, dann kann man ja immer noch den Pausenknopf drücken und irgendwann wieder weitermachen und dann hat man so das halt irgendwie umgehen. Was für mich ein bisschen dabei rauskommt, es gab durchaus ein paar Referenten, die ja auch eigene YouTube-Kanäle haben, die ich noch nicht kenne oder Bücher geschrieben haben oder Material, Blogs haben etc., die ich vielleicht dann, die wo es wert sind, unten verlinke, weil die würde ich dann jetzt eben dann ein bisschen studieren und schauen, ob da durchaus was Interessantes dabei ist. Könnt ihr in den Kommentaren hinterlassen, welcher Vortrag euch besonders gut gefallen hat, wo ihr etwas gelernt habt. Ansonsten denkt daran, auf diesem Kanal gibt es kein übertriebenes Marketing und sonstige Dinge, nichts, wo man sich die Ohren zuheben muss oder ein Achtung und solche Dinge. Und deswegen müsst ihr natürlich diesen Kanal abonnieren und mir ein Like da lassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid beim nächsten inhaltlichen Vortrag. Bis dann, euer Peter.